Also die Frage darf man provokant stellen, gar keine Frage. Aber ich glaube, um die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft müssen wir uns keine Sorgen machen. Wenn wir uns in der Vergangenheit natürlich sehr stark in der Hotelwelt bewegt haben, in der analogen Welt, bewegen wir uns heute sehr stark in die digitale Welt hinein. Und gerade an der Schnittstelle zwischen der digitalen und der analogen Welt entstehen unheimlich viele Chancen für Geschäftsmodelle, für Innovationen. Und ich glaube, mit unserem Pioniergeist und Forscherdrang müssen wir uns um die deutsche Wirtschaft an der Stelle keine Sorgen machen. Auch wir bei Indus und Hauser erhalten das Thema Innovationen für einen der Schlüsselpunkte in unserem Erfolg und treiben das nachhaltig voran. An der Stelle vielleicht mal der Hinweis, lassen Sie uns doch mal wirklich Industrie 4.0 und Manufacturing X wirklich machen und lassen Sie uns das mal wirklich ausrollen und industrieweit wirklich umsetzen. Wir sehen fantastische Ansätze, wir sehen viele Themen in vielen Industriesektoren, die an der Stelle schon sehr weit sind. Aber ich spreche da auch so ein bisschen für die Industrie, die ich jetzt hier so vertrete. Das ist die Prozessindustrie. Wir machen ja Automatisierung für die Prozessindustrie. Hier sehe ich noch unheimlich viel Nachholbedarf im Bereich der Automatisierung und der Digitalisierung. Von daher lassen Sie uns doch mal darauf konzentrieren, auf die guten Dinge, die wir heute schon vor der Brust haben. Lassen Sie uns die ordentlich ausrollen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir uns dann mal so in die Richtung KI Gedanken machen, gibt es hier unheimlich viele neue Impulse für Innovationen, die wir an der Stelle dann auch wieder in den Markt bringen werden. Also zum einen ist es natürlich immer wieder eine Freude, beim ZVE-Jahreskongress zu sein. Und in der Tat, die Vorträge sind hochkarätig. Auch die Vortragenden, gerade eben aus der Politik, sind hochkarätig besetzt und es ist einfach spannend, die Sicht der anderen zu hören und dann eben auch zu sehen, wie die Kollegen aus der Regierung mal auf die, ich sag mal, Einwürfe seitens der Wirtschaft hier so im konkreten Austausch reagieren. Das ist total spannend und ich bin hochzufrieden. Danke. Also das Spektrum, das hier heute und aufgerufen wurde im Rahmen des Kongresses, war unheimlich weit gefasst. Meine Fragen sind zum Großteil beantwortet worden. Ein paar Vorträge haben wir ja noch an dieser Stelle. Und der ZVE-Jahreskongress ist natürlich eine fantastische Plattform, damit wir uns austauschen können, damit wir uns in der Industrie austauschen können und die Chance haben, den Kollegen aus den Konzernen zu treffen, aus den mittelständischen Unternehmen, aber eben auch mit den KMUs in Austausch zu gehen. Von daher, ZVE-Jahreskongress, eine hervorragende Plattform. Vergessen wir nicht, dass der Mittelstand, die KMUs, das wirtschaftliche Rückgrat der Elektroindustrie immer noch sind. Natürlich haben wir die großen Konzerne, gar keine Frage, die mit viel Innovationskraft auch andere Möglichkeiten haben, Innovationen voranzutreiben. Aber es ist absolut spannend zu sehen, wie gerade kleine Unternehmen, Mittelständler, Start-ups auf dem Weg sind, um Innovationen voranzutreiben und die an vielen Stellen dann vielleicht doch etwas schneller und agiler handeln können als Unternehmen größerer Struktur mit konzernähnlichen Strukturen. Also ich bin begeistert von diesem Jahreskongress. Wie Sie schon sagten, die Vorträge waren enorm spannend. Das Themenspektrum war breit und mir hat besonders der Austausch mit den Politikern gefallen. Der ZVI hat hier bewiesen, dass wir einen sehr guten Draht in die Politik haben und gerade hier mit den Kollegen aus der Politik sich ins Einvernehmen zu setzen, den Austausch zu suchen, unsere Themen, die uns als Industrie bewegen, hier quasi direkt bei den Kollegen aus der Politik abliefern zu können, abladen zu können. Das war eine hervorragende Sache. Also ich bin rundum begeistert.